Hallöchen zur nächsten Modvorstellung. Heute haben wir ein Glas Arion 600 plus Frontlader. Ja, den Frontlader gibt es extra, zeige ich euch aber auch gleich noch. In den Mod wurde richtig viel Farben investiert. Da sind jetzt sehr viele Farben verfügbar. Dann haben wir verschiedene Terra-Reifen-Konfigurationen wurden hinzugebaut. Chip-Tuning der Marke DTE wurde verbaut und wie gesagt den passenden Frontlader dazu. So. Das ist mal nur das Gröbste. Der Mod kommt in Version 1.5 daher und hat eine Größe von 13 Megabyte. So. Hier hat er 145 PS, stufenloses Getriebe, 370 Liter Sprit und 55 km/h soll er wohl fahren können. So. Was kann man einstellen? Die Reifenvariationen. Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Noggin Tires, Trelleborg. Die Reifenvariante, wie immer Schnelldurchlauf. Michelin. Continental. Mitas. BKT. Fredestein. Noggin Tires. So, Frontlader kann man hinmachen, nur den Glas oder keinen. Motorausführung haben wir hier 145, 165, 185, 205, 245 und wieder die 145 PS. Die Hauptfarbe habt ihr die Möglichkeit, aus den ganzen Farben hier eine passende auszusuchen. Sehr, sehr viele verschiedene Grünsachen. Ich denke, da wird jeder fündig hier. Und ja. Felgenfarbe haben wir hier auch. Könnt ihr auch alle Variationen hier probieren. Na, alles Mögliche probieren hier. Kennzeichen könnt ihr machen, wieder ohne Kennzeichen, vorne und hinten oder nur hinten. Und ja. So. Dann habt ihr hier praktisch ein Kennzeichen und da hinten hängt auch noch eins oben rum. Genau, ja, das ist schon mal der Traktor. Kommen wir mal zum Frontlader, gehen jetzt hier bei Frontlader. Und dann hier mit der Bezeichnung hier. Und so sieht er aus. Da könnt ihr auch in den ganzen vielen schönen Farben euch was aussuchen. Und einfach verwenden hier. Ne? Gut. Ja, so sieht er aus von außen. So, innen drin sieht die Sache dann so aus. So. So. Was wir machen? Die Hupe. Genau. Lassen wir den Motor an. Hört sich dann nach neuem Sound an. Aber das kann ich euch nicht leider hundertprozentig sagen. Ja, doch, er hat einen anderen Sound bekommen, wie es aussieht, ja. Zumindest laute Dateien, würde ich mal schwer behaupten. So. Ja, gucken wir mal geschwind. Frontlader, ne, könnt ihr hinmachen. Funktioniert, gar kein Problem. Na, funktioniert soweit. So, das funktioniert auch hier. Ist alles eingestöpselt, genau. Belastungszahn ist auch vorhanden.
funktioniert also auch. So, das funktioniert dann auch. Genau. Ja. So, Spiegel funktionieren. Sitz wackelt auch, man sieht's. So, was er jetzt... Ja, doch, hat er ja. Aber ganz, ganz leise. Den Fahrsound hat er. Und umleuchten funktionieren auch. So. Gucken wir mal kurz in die Lok rein. Sieht soweit sauber aus. Okay, einmal Licht, ne? Funktioniert. Leucht machen wir da aus. Zweimal Licht geht hinten noch was an. Dreimal Licht geht da vorne noch was an. Viermal Licht wieder alles aus. Die Blinker, die eine Seite, die andere Seite. Warnblinker funktioniert. Warnblinker funktioniert auch vorne. Die eine Seite und die andere Seite. Funktioniert also auch. Ja. Wenn ihr ihn haben wollt und euch gefallen hat, dann könnt ihr ihn jetzt unten in der Videobeschreibung, ist der Link zum Runterladen. Und wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen Abo da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder hier auf dem Kanal. Bis dann, mach's gut und ciao.